Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Morok. In knapp 60 Minuten mache ich etwas Musik mit euch gemeinsam. Ich jamme ein bisschen rum und spiele ein paar Tunes und schau mal, wie das funktioniert. Es ist immer ein Stück weit auch ein Experiment und ich habe keine Ahnung, wo die Reise mich hinführt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Moment dabei bleibt bei mir und einfach dabei seid und vielleicht es genießt oder euch, keine Ahnung, zurücklehnt und versucht zuzuhören oder nebenbei im Netzsurf, wie man das so macht. Das Witzige ist auch, ich mache ein Video nebenbei und nehme das quasi für euch auf. Und so könnt ihr quasi sehen, was ich wann hier irgendwie gemacht habe. Bin heute hier in meinem kleinen Heimstudio mit einem Electron Analog Keys, einem Electron Analog Rhythm Push mit Ableton Live, das heißt einem Controller für Ableton Live und meinem Nord Stage Keyboard. Dazu noch eine Akustikgitarre und allerlei Klimbim, was mir sonst noch so in die Finger kommt. Und mit diesen schönen, tollen Sachen, mit denen ich sowieso immer die ganze Zeit rumfrickel, will ich mit euch schauen, was bei rauskommt, ein paar Loops aufnehmen und mal gucken, was am Ende so passiert. Das ist jetzt mittlerweile schon die fünfte Ausgabe und man versucht dann natürlich, tja, irgendwie immer wieder was anderes zu machen. Vielleicht funktioniert das auch nicht, aber es ist eine Reise, es ist ein Experiment, es ist eine Collage, es ist ein Jam, wie gesagt. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal hinbekomme, auch das live zu machen, also komplett mit Publikum irgendwo unter einem Baum und das dann live im Radio auch zu übertragen. Mal schauen, ob das irgendwann funktioniert oder das auch mit anderen Leuten zusammen zu machen. Das ist zumindest das Ziel und der Deal und die Idee. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja weiter dranbleiben und euch das mal anschauen. Was ich heute mal schon vorbereitet habe, ist eine Art Set, eine Art Drumset. Das heißt, ich bin quasi mit meinem Aufnahmegerät, das ist ein ganz normaler Digitalrekorder. Ich kann den mal kurz holen. Sekunde, bin gleich wieder da. Hier ist er. Ich habe ihn geholt. Das ist quasi so ein Tascam-Rekorder. Ich halte den mal an die Kamera. Also wenn ihr gerade im Internet zuschaut, könnt ihr euch das mal angucken. Und der hat quasi so Mikrofone dran. Und damit bin ich einfach mal zu mir jetzt in die Küche gegangen und habe dort ein paar Geräusche aufgenommen. Und die klingen eigentlich, naja, relativ normal, und wenn man die dann aber ein bisschen bearbeitet und ein, zwei Effekte vielleicht drauflegt, das geht ziemlich gut mit dem Rhythm von Electron. Mit denen habe ich das mal probiert und wird euch das mal kurz zeigen. Ich kann euch mal vielleicht ganz roh die Samples präsentieren oder vorspielen, die ich jetzt aufgenommen habe. Da gehe ich mal kurz in meinen Finder und zeige euch kurz die Dateien. Ihr könnt sie hören im Radio. So klingen die jetzt. Ich gehe die einfach mal durch. Ihr könnt euch ja selber überlegen, was das vielleicht sein kann. Achtung. Das sind quasi die Samples, das sind glaube ich 12 Stück. Ihr könnt die auch runterladen, wenn ihr möchtet. Ich packe das in die Shownotes bei meinem YouTube-Kanal. Dort könnt ihr euch die runterladen und könnt auch selber vielleicht damit ein bisschen rumfummeln und probieren, mal einen Beat damit zu machen. Ich habe die jetzt quasi über so ein C6, heißt das. Das ist ein Tool von Electron. Damit kann man die Samples auf den Rhythm übertragen. Wenn ihr einen anderen Sampler habt oder auch ein Softwareprogramm, Ableton Live oder Reason, sonst was, Logic oder alles mögliche andere, auch Audacity zum Beispiel als kostenlose Software, um das zu nennen, könnt ihr auch benutzen.
und könnt probieren, mal da was draus zu machen. Ich kann ja mal einfach euch jetzt zeigen, wie das so jetzt auf dem Rhythm klingen kann, wenn ich die einzelnen Pads anschlage. Wie gesagt, die Samples sind ein bisschen bearbeitet, das heißt, da ist oft ein Reverb drauf oder die liegen im Panorama, also entweder ein bisschen links oder ein bisschen rechts. Und manchmal ist der Pitch, also die Tonhöhe, ein bisschen angepasst. Je nachdem, wie doll man anschlägt, ist das manchmal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und dadurch kommt da ein bisschen Dynamik rein. Können wir kurz durchgehen, was das ist? Das ist ein Wassertropfen, der fällt auf eine heiße Herdplatte. Das ist ein Herdschalter zum An- und Ausmachen. Das ist ein Messer, so ein Messerschärfer. Das sind Nudeln, die durchgemanscht werden. Klingt ein bisschen wie Gehirn. Ich habe noch nie Gehirn durchgemanscht, aber so in der Art. Das ist ein Streichholz. Das ist eine Selters-Flasche, also die geschüttelt ist und da kommt die Kohlensäure raus. Pfeffermühle ist klar. Das ist meine Espressomaschine. Das ist so eine Unruhe am Kühlschrank. Das ist schwer zu erkennen. Das ist die Waschmaschinentür, die zugeht. Das ist ein Wassertropfen vom Wasserhahn. Wenn der Wasserhahn tropft, kann man da auch mal was Positives draus abgewinnen. Und das ist eine normale Pfanne, wenn da irgendwas drinne brät. Und jetzt kann ich ja mal probieren, erstmal so eine Textur zu erzeugen und vielleicht dazu ein bisschen Gitarre spielen. So, der erste Küchenbeat vielleicht. Probier nochmal einen zweiten, dass ich dann so ein bisschen hin und her switchen kann. Thank you.
So, und jetzt haben wir drei verschiedene Beats. Ich gehe nochmal alle durch. Das ist der dritte jetzt. Der zweite. Und der erste. Noch einen vierten gemacht. Schauen, wie das mit Gitarre funktioniert. Meine Western-Gitarre wieder für mich entdeckt. War eine Zeit lang irgendwie im Koffer, aber habe neue Saiten drauf gemacht, hat gerade nochmal gestimmt. Hat was. Mal schauen, wie es funktioniert. Thank you.
jetzt ein Sound vom Electron Analog Keys. Ist aus einer Library, die man kostenlos runterladen kann. Zeige ich euch mal kurz auf dem Screen. Heißen Floppy Disk Pirates und haben zwei coole Soundpacks für den Analog Keys oder für den Analog 4. Wenn ihr einen habt, könnt ihr euch die kostenlos runterladen. Unmechanical und Death and Vision heißen die bis jetzt. Und die Sounds, die ihr jetzt vom Analog Keys hört, kommen aus diesen beiden Packs. Anderen suchen. Der Analog Keys hat eine ziemlich coole Funktion, das ist die Hold-Funktion. Da kann man quasi einen Ton halten. Eine Telefontaste, finde ich. Ist cool. Der nicht so aufgeregt ist im Hintergrund. Thank you.
Ein Instrument mit reinzunehmen, das ist die Wave Drum. Das ist quasi eine Art Modeling-Klangerzeuger im Percussion-Bereich und kommt vielleicht ganz gut so, um noch ein, zwei Rhythmuselemente dazu zu bekommen. Thank you.
Ich muss mir mal den Klick dazu anmachen, ansonsten wird das so ungenau. Sehr organisch, finde ich, die Wave Drum. Von Cork kommt es, dieses Instrument. Und pack nochmal einen Loop dazu. Übertragen von meinem Looper, übrigens ein Boomerang. Unsere Küche.
Jetzt übertrage ich die Samples, also die Loops vom Rhythm in Ableton. Ich bringe da noch so ein paar Variationen rein, ihr könnt das im Video vielleicht sehen. Ich benutze beim Rhythm die Mute-Funktion und mute einzelne Pads. Und so ist nicht die ganze Zeit jedes Sample zu hören, was eigentlich im Sequencer ist. Und da gibt es eine kleine Variation. Sound vom Nord Stage, ein Arpeggiator.
Und vom OP1 habe ich auch noch ein kleines Sample. Schauen, ob das passt. Weniger ist manchmal mehr. Ist, glaube ich, so. Ich stehe gerade auf die Akustikgitarre, auf die Western-Gitarre. Thank you.
meinem Ableton Live hat sich gerade irgendwas Komisches verstellt, deswegen muss ich das mal kurz rausfinden, weil egal welchen Clip ich anwähle, er spielt immer denselben. Das hatte ich auch noch nicht. Speichere das gerade mal ab. Jetzt geht's wieder. Einmal an- und ausmachen hilft oftmals. Ich wollte eigentlich noch ein paar Vocals aufnehmen. Es geht ja irgendwie um Kochen und um Rummanschen. Mal probieren. Oh.
brauchen extrem viel Reverb, dass das gut klingt. Das ist vielleicht ein Intro. Versucht das jetzt so ein bisschen die Clips hin und her zu arrangieren, aber das ist es eigentlich so, was ich jetzt in den paar Minuten zusammengefrickelt habe. Es ist wieder was ganz anderes, natürlich sehr stark geprägt von den Samples, von den Küchen-Samples. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das Sample-Set runterladen mit den 12 Samples und könnt auch selber mal probieren, damit rumzubasteln. In den Shownotes auf dem YouTube-Kanal könnt ihr das finden. Last Talk Morocco ist, wie gesagt, eine kleine Sendung, um, ja, wie soll man sagen, dabei sein zu können, wenn Samples entstehen, wenn Musik entsteht. Das ist nicht immer angenehm, manchmal ist das auch schief. Das ist aber Teil des Ziels und Teil des Weges und ich sage immer, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Und vielleicht ist ja ein Anfang gemacht, wenn ihr das hier seht oder hört und nehmt euch die Gitarre, nehmt euch einen Computer und damit kann man schon viel machen. Selbst ohne Computer mit der Gitarre und eurer Stimme geht schon einiges. Und wenn ihr nicht perfekt seid, dreht ihr einfach das Sample um oder legt ganz viel Halt drauf, dann klingt das auch einigermaßen und im Sumpf des Mixes geht es dann einigermaßen unter eure Inkompetenz oder eure Besonderheit, ne? Je nachdem, wie man es nimmt. Deswegen meine Empfehlung an euch selber machen und probieren. Ihr könnt auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ihr was nicht verstanden habt, dann könnt ihr auch gerne mir eine Frage stellen über radiofrei.de auf Let's Talk More Rock klicken und dort findet ihr die weiterführenden Links zu dieser kleinen Jam-Session hier. Ich packe jetzt noch die Samples so zusammen und manche stehen noch ein bisschen durcheinander, manchen passt eigentlich ganz gut an dieser Stelle und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Mein Name ist André Neumann, das ist Last Talk Morocco und ich sag schon mal guten Empfang weiterhin und genießt noch die letzten paar Minuten während des Jams.